wunderschönen Sonntag. 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 Obwohl, du hast ja recht, wenn die Schätzlein das gucken. Dann ist Montag. Frühestens, genau. Frühestens, wie spätestens. Schatz, ist dir nicht kalt? Hier, noch nicht. Langärmlich, du kurzärmlich? Ja, na. Wobei langärmlich ist ja auch überbewertet. Ja, ne? Das ist ja eher so ein... Dreiviertel Schwinker. Ja, weil wir gerade total von den Socken, dass du hier halb nackt sitzt, ja, sozusagen. Und du bist auch ganz kalt. Nein. Ja, du machst so viele Winter durch. Ihr Lieben, so, wir jetzt haben los. Uns heute entschieden für eine Good Morning Mask von Nivea. Schatz, was kann die denn? Schönheiten. Zeig mal her, bitte. Oder du liest vor. Hast du eine Lesebrille bei? Ja, auf Klo. So, also Good Morning Fresh Skin, erfrischende Feuchtigkeitsmaske, genau, das brauchen wir. Ja. So, dann spendet intensive Feuchtigkeit und erfrischt, jetzt kommt sie nicht hoch, weil der Wäsche, gut, Kina. Und erfrischt natürlich mit Aloe Vera und Vitamin E für normale Haut und Mischhaut. Ja, die wird's heute, Schatz, du darfst es mal teilen. Ich habe mein Handy am Start. Und mein Herz natürlich, was ich erstmal an alle, die hier gucken, verschenke. Und meine Katzenöhrchen sind auch dabei. Ich kann mich ja schon mal präparieren hier, ne? Ich kann ja schon mal abmachen. Ja, sowieso. Aber ich habe auch mal Angst, dass du den wegschniepelst. Also, Gott, wegschniepelst, ne? Wegschnippst. Hier muss man ja wirklich aufpassen, was man sagt, ey. Ich habe meine Katzenohren immer noch nicht gerichtet. Wahrscheinlich seht ihr sie wieder weiß. Ich weiß es nicht. Das ist ja doof, ne? Wenn man sie weiß sieht. Nein, sie sind richtig diesmal. Yes! So, dann kann ich das hier schon mal hochmachen. Tada! Guck mal, sind schon gut präpariert, ne? Ja, staunlich. So viele nicht. Fragen haben wir diesmal nicht. Ihr wart da ein bisschen faul, ne? Muss ich mal jetzt... Ein bisschen? Ein bisschen wäre ja schön. Oder ihr habt einfach keine Fragen mehr, keine Ahnung. Dann müssen wir uns aber was anderes überlegen. Ja. Oder ich muss einfach... die Maske Montag fallen lassen. Aus. Ja. Die sieht ja mal richtig cool aus. Meeresblau würde ich es jetzt bezeichnen. Ja, die Kamera fängt gut ein. Und ja, ich habe auch was drauf, ja. Der Duft ist natürlich wieder, wie man es von Nivea gewohnt ist, sensationell angenehm. So, das kommt jetzt mal hier hin. Ja, also wir haben hier drei Fragen. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Und ansonsten, Schatz, müssen wir uns... Fertig. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das Mondgesicht. So, du darfst ruhig dicker eincremen, ne, Uwe? Ja, das ist wie Sonnenstar. Nicht immer so dünne. Diese dünne... Ach, Mann. Irgendjemand hat geschrieben, fand ich auch wieder so süß, dass sie das feiert, wie du dir immer einpinselst. Ich glaube, das war sehr neue Schätzelein, oder? Keine Ahnung. Fand ich total süß. Ja, der ich pinsel mich eigentlich immer. Ja, wie so ein Picasso, ist ja klar. Kein Picasso. Klar, ist doch was Tolles, oder nicht? Wer möchte denn nicht malen können wie Picasso? Ecke. So, hier auch schön um den Mund. Gerade da brauche ich auch viel Feuchtigkeit. Ja, komm her. Und zu mehr Flecken. So, die Augen dürfen hier auch was abkriegen. Nicht ablecken, anlecken. Uwe, ich bin ja keine Briefmarke. Na, Leute, ich bin Briefmarke, ne? Ich bin ja so froh, dass es diese Selbstklebenden gibt. Also, was hab ich denn immer ja hast, auf die Briefumschläge, ne? Die anlecken zu müssen und. Also, es gibt schon auch in unserer Zeit Dinge, die ich feiere, die sich zum Positiven verändert haben. Und das wäre halt sowas. Ja, man hätte, so, auch, man hätte also auch einen Schwamm dafür nehmen können. Wegen einer Briefmarke? Ja. Nee. Den machst du ein bisschen frisch, ruf für Top drauf weg. Nee, hatte ich auch keine Lust.
siehst du dann. Ich kenne auch niemanden, der das gemacht hätte. So, tada. Bei mir ist alles drauf. Mein Schatz, sag mal ein bisschen pinseln, damit du Zeit gewinnen hast. Brauchst du nicht, ich bin nur fertig. Also der Auftrag ist richtig toll, schön. Ja. Ist halt eine Crememaske, ne? Das ließ sich sehr gut auftragen. Und der Duft... Der große weiten Welt. Hier, Schatz, wenn du ein Dings brauchst. Dingsbums. Ein Dingsbums. Bums, Dings. Ein Tuch, genau. Natürlich. So, und ich fange einfach an mit unserer lieben Martina Dotschkal. Ganz, ganz liebe Grüße an dich, liebe Martina. Du hast nämlich wieder geschrieben, worüber ich mich sehr freue. Hallo, ihr Lieben. Hallo, du Liebe. Mich würde interessieren, wie ihr auf den Namen Hummelgang gekommen seid. Also, da gibt es ja eigentlich direkt ein Video dazu. Und zwar müsste das der erste Vlog gewesen sein. Irgendjemand hatte sich die Mühe gemacht und hatte das mal gesucht. Ich glaube, das war der erste Vlog, oder? Da, wenn du dir den anguckst, da bist du live dabei, wie der Name Hummelgang geboren ist, sozusagen. Oder, Uwe? Ja, Mann, achso, ja. Aber ich kann es ja auch versuchen, in meinen Erinnerungen auch nochmal zu erzählen. Und zwar waren wir unten im Hofgarten und da, Uwe war irgendwas am Machen und ich habe auf der Bank gesessen und guckte den Hummeln zu. Wir haben da so eine Glockenblume oder irgendwas gehabt. Ja. Und da waren die fleißig am Bestäuben und am Nektar sammeln und sagte zu Uwe irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr so genau, wie das wirklich zustande kam, ich sagte zu dir irgendwie, guck mal, die ganzen Hummeln, und da hast du gesagt, du siehst nur eh eine Hummel oder irgendwie sowas, ja, ne? Irgendwie so. Und daraufhin sagte ich, ja, weil ich schon immer gesagt habe, ich bin eine Hummel ohne Flügel, ja, habe ich schon immer gesagt, das ja. Und so kam das, ich bin also die Hummel ohne Flügel und dann, ja, hast du den Gedanken weitergesponnen und hab dann gesagt, Mensch, genau, und ihr seid meine Hummelgang. Ja. So ist das Ding, oder so ungefähr. Wie gesagt, guckt ihr den ersten Vlog an, aus 2020? Sinngemäß ungefähr ist es so. 2019? Ja, glaube aus 2019. Ist ja in der Playlist drin. Ich werde das Video einfach auch nochmal hier oben auf dem i-Punkt verlinken. Dann hast du es einfacher. Guckst dir nochmal an und da bist du live dabei. Mehr kann ich da eigentlich nicht zu sagen, oder? Nee. Ja, so seid ihr meine Hummelgang geworden, weil ich schon immer die Hummel ohne Flügel war. So, und dann fragst du weiter, und welches Essen mögt ihr gar nicht? Liebe Grüße, Martina. Erstmal ganz, ganz liebe Grüße zurück. Und da gibt es bestimmt so einige Sachen, die ich nicht mag. Da gehören unter anderem definitiv Innereien dazu, die ich persönlich überhaupt nicht möchte. Also weder Leber, noch Nieren, noch Herz, noch, keine Ahnung, nee, was gibt's denn da noch so alles, ey? Herz nicht. Lunge, ja. Leute, nee. Ja. Also ich esse schon nicht Zunge, finde ich auch eklig. Nee, Zunge und nicht. Musst du nur viele Quatschen haben. Nee, ich will nicht essen, was der andere schon im Mund hatte. Das ist bah. Ja, und ja, also Meeresfrüchte mag ich auch nicht. Also nee, keine Muscheln, keine Riesenscampis, also wo nee, Krabbenessig, ja, nicht. Krabbenessig, die habe ich auch gepoolt mit wachsender Begeisterung, aber vielleicht noch diese normalen Scampis, aber dann muss ich schon versuchen, mein Gehirn auszuschalten. Das ist so, nee, das ist so, was ich nicht so mag. Mal sehen, was der Uwe nicht so mag. Also Meeresfrüchte, ja, also wie eine Muschel. Nee. Ja, Kalamari, Tintenfisch. Ja, Tintenfisch und sowas. Nee. Ich hab das Einzige, was ich mal gegessen habe, als Kind oder Jugendlicher, ja, war so ein Zwischending. Krebse. Selbst gefangen und dann Krebs. Oh, nee. Ja, doch. Das schmeckt gut. Und Hummer, ne? Hummer, das soll ja alles sehr, sehr lecker schmecken, ja, aber ich finde das schon wieder. So ein Tier lebendig ins kochende Wasser zu schmeißen. Also alleine da ist bei mir schon eine Sperre dann drinnen. Obwohl ich ja auch Fleisch esse, aber ich habe ja immer Hoffnung, dass da der, wenn die getötet werden, dass sie dann noch tot sind. Ja. Aber bei so einem Hummer, nee, dieser Überlebenskampf ins heiße Wasser, nee. Das, nur damit die rot werden, das, nee. Nee, kann ich nicht. Und ich kann auch nicht, fand ich immer ganz gruselig bei uns in der Markthalle, ne? Da war ja immer so ein Fischstand, der auch diese Lebend, Hummer und sowas hatten.
Und dann hast du da vor diesem Aquarium gestanden oder die Leute, ne? Und haben sich dann halt ihr Essen, ihr lebendes Essen ausgesucht und dann sind die da ganz frisch quasi um die Ecke gebracht. Weil, nee, also das ist. Ich kaufe mir lieber schon tote Tiere. Oder das Elend, die mir siehst. Ja, wisst ihr, das Ding ist einfach, wenn man das gerade so erzählt, ja, ja, da wird einem das erstmal bewusst, dass man ja im Grunde genommen nur Fleisch isst, weil man es nicht sieht, wie die getötet werden. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich möchte, Leute, ehrlich, ich möchte das auch hier nicht vertiefen. Ne? Das ist halt, aber Oma ist für mich so der Grund, weil die lebend ins kochende Wasser gekippt werden und das geht irgendwie für mich jetzt gar nicht. Also da ist bei mir auf jeden Fall die Sperre. Deshalb, das ist das, was. Also von Meeresfische, also ich das Einzige, was ich esse, ist Fisch. Fisch, ja. Fisch, ja. Aber Fisch ist da bei mir dann auch noch sehr ausgewählt, ausgesucht. Ich esse ja eigentlich auch keinen Fisch. Das ist halt so ein Kindheitstrauma, weil ich von zu Hause immer Kochfisch und Dillsoße essen musste, weil ich ja immer abnehmen sollte. Und da gab es fast jeden Tag Kochfisch in Dillsoße mit solchen Gräten drin. Ne? Das ist also, oh, nee. Also bei Fisch bin ich da auch so ein bisschen. Da kann ich dir nur empfehlen, Blei. Bleifisch. Bleifisch. Ja, aber das ist ein Karpfenart. Ich esse zwar so was wie Fischstäbchen. Ja, also so panierten Fisch, wo keine Gräten drin sind. Ja. Oder Hering, das mag ich auch. Das geht schon noch, aber so richtig so Scholle, Butt oder irgendwas. Nee, kannst du mich mit jagen. Ess ich nicht. Martina. Gut. Vielen Dank für deine Fragen. Fand ich wieder sehr spannend. Und das hat mir mal wieder so einige Dinge bewusst gemacht, über die man so eigentlich an die nachdenkt. Ne? Ja. Kommen wir zur nächsten Frage, und zwar unsere liebe Elke Fader hat uns wieder geschrieben. Liebste Grüße an dich, Elke. Du schreibst, hallo ihr drei, hallo du eine. Zuerst sende ich euch sonnige Grüße, da ich gerade im Urlaub bin. Oh, wie cool. Oh, schön, schönen, erholsamen Urlaub. Ja. Oder? Ja, nachträglich. Ja, ist vor 3 Tagen gewesen, also ich hoffe mal, du bist vielleicht noch im Urlaub. Erhol dich gut, meine Liebe. Du schreibst, mich würde passend dazu interessieren, ob ihr gute Schwimmer seid. Durchschnitt. Also, das Seepferdchen habe ich schon mal. Das sollte ich mir auf meinen Badeanzug nähen, mein Seepferdchen. Ne? Nee? Ja. Ja. Aber groß, dass es doch jeder sieht. Nein, normal. Normal groß. Ich glaube, ich habe auch den Freifahrtenschwimmer. Also ich kann mir 2 Abzeichen haben. Aber zum Jugendschwimmer hat es nicht mehr gereicht, Leute. Nee, ich bin Durchschnittsschwimmer. Warum hat es zum Jugendschwimmer nicht gereicht? Weil ich vom 3er einen Körper machen sollte und das wollte ich nicht. Ja. Ja. Ja, ich würde auch sagen Durchschnitt, ne? Das ist, ich weiß, was ist denn ein guter Schwimmer? Dass du schnell schwimmst oder ausdauernd schwimmst? Ein guter Schwimmer ist so, dass er nicht untergeht. Ja, geh nicht unter. Reicht. Ich manchmal wie ein Stein, aber sonst in Ordnung alles. Ich würde mich halt auch als so mittelmäßig bezeichnen. Ja. Also das ist ja tatsächlich auch ein Unterschied, wo du schwimmst. Wenn du jetzt im Meer schwimmst, würde ich wieder sagen, ich bin kein guter Schwimmer. Da gegen eine Strömung oder sowas anzuschwimmen, ist schon ordentlich. Ne? Bei uns in der Havel merkt man das tatsächlich schon. Ja. Dass man da ordentlich gegen die Strömung anschwimmen muss. Also, und in einem Meer ist es ja noch schlimmer. Aber in so einem See, also in so einem stillen See, der nicht fließt, da würde ich schon sagen, dass ich von einer Seite zur anderen Seite der kommt doch kann. An die große Seite. Ja, ist ja keine Pfütze, ne? Sagen wir mal jetzt den Grunewaldsee, wo wir waren. Das war jetzt keine Pfütze, aber da konnte ich halt ohne Probleme von der einen Seite zur anderen Seite schwimmen. Ja, ich denke, es kommt einfach darauf an, was für ein Gewässer das ist, aber deshalb würde ich halt auch sagen, mittelmäßig. Ja. Ja. Weiter schreibst du, ich habe sehr viel Respekt vor dem Meer. Und ihren Bewohnern. Vor was habt ihr Angst oder Respekt? Also, ich persönlich bin da definitiv bei dir. Ich habe auch sehr, sehr viel Respekt vor dem Meer. Du auch? Oder gibt es noch irgendwas anderes? Nee, der Meer einfach aus dem Grunde, weil das Meer nicht so erforschbar ist, was eigentlich bei uns direkt um die Ecke liegt. Ne? Das, ja. Ich meine, das ist ja, das Gute ist so nah, aber trotzdem ist das Weltall, was so weit weg ist.
weitaus mehr erforscht als, genau, als unser Meer, einfach weil das technisch ja nicht anders möglich ist durch diesen Druck, ne, der ja unten im Wasser herrscht. Und naja, diese Luftleere da oben ist scheinbar besser zu handeln, sodass man also über das Weltall mehr weiß als über das Meer selbst. Ne? Deshalb, also ich, wer weiß, was da alles noch so unten lebt, was wir alle ja nicht kennen. Und ja, keine Ahnung. Alleine, wenn ich mir diese riesen Tintenfische da angucke, was die schon so an Land gezogen haben. Also ich möchte sowas nicht begegnen, geschweige denn Haien oder sonst was, obwohl ich immer noch auch der Meinung bin, dass Haie sicherlich ja, zu viel in das negative Licht gerückt werden, aber erzählt mal einem, der von einem Hai angegriffen worden ist, ne? Der sagt natürlich nicht. Nee. Ja. Aber grundsätzlich ist es ja tatsächlich ganz, ganz oft ein Versehen, ne? Dass die Haie denken durch die Surfbretter und sowas, dass wir Robben sind. Und das ist ja eine Leibspeise, also von daher würde ich auf jeden Fall nicht mit einem Surfbrett ins Meer gehen. Wupp, wupp, Arm ab. Ja, aber wer kennt noch Open Water? Hat das irgendjemand gesehen? Das ist doch auch Horror, ne? Ja, Film war stark. Das ist richtig Horror, wenn du vergisst, deine Leiter wieder von der Yacht mit auszuklappen und du nicht mehr in dein Boot kommst und dann von den Fischis aufgefressen wirst. Ja, aber da bin ich bei dir. Ich finde, das Meer hat auch richtig, macht mir richtig viel Respekt. Ebenso die Bewohner darin. Einfach weil es so wenig erforscht auch ist. Ne? Wir wissen zu wenig darüber. So. Weiter schreibt dann Elke, ich würde auch einen Herzinfarkt bekommen, wenn ich eine Haifischflosse sehen würde. Ja, ganz genau. Also ich auch. Definitiv. Also da hätte ich, da würde mir der Bolzen 1 zu 100 gehen. Das ist, ich hätte direkt Angst um meine Beine. Ne? Das mein Leben, ich hätte Angst um meine Beine. Ja. Also da bin ich voll bei dir. So, dann fragst du weiter, macht ihr lieber im Hotel Urlaub oder in einer Ferienwohnung? Also, ich würde eine Ferienwohnung vorziehen. ja, glaube ich auch. Also einfach, weil man unabhängiger ist, ne? So sieht's aus. Du musst zwar selbst kochen und auch selbst aufräumen und alles, aber meine Güte, ne? Im Urlaub machst du ja eh nicht so viel Dreck. Das ist ja anders als wie zu Hause. Stimmt. Und wenn du Glück hast, kannst du da so ja deine Wäsche waschen, weil eine Waschmaschine vorhanden ist. Also, und du bist nicht abhängig von den Essenszeiten und so was. Also ich denke, wir müssen umdrehen, hier essen. Ich denke, ja, oder auch morgens, wenn ich gerne bis um 10 ausschlafen möchte, dann gibt es kein Frühstück mehr. Ne? Das ist halt, ich denke, Ferienwohnung würde ich mir auch vorziehen, definitiv. Selbst verfliegen. Ja. Und dann schreibst du weiter, Camping oder All-Inclusive? Camping. Ja. Ich finde sehr All-Inclusive auch sehr verlockend, letztendlich. Aber da ich ja unabhängig sein möchte, und das bin ich auch bei All-Inclusive nicht. Nee, das stimmt. Würde ich mir halt Camping vorziehen. Also einfach, da kann ich auch jeden Tag grillen, wenn ich möchte. Das ist sowieso, was mir sehr viel Freude macht und schmeckt und so. Ja, das ist... Ja, man ist halt unabhängiger, wenn man sich selbst versorgt. Ne? Ja. Das ist so. Du kannst vor allen Dingen auch dir deine Sachen selbst aussuchen. Du wirst ja gar nicht an dem kalten Buffet, wie viele da schon reingespuckt haben. Und ihr wisst, was ich meine. Ne? Also manchmal ist das ja mit diesem Spuckschutz ja auch so eine Sache. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber da habe ich schon Sachen erlebt, dass es überhaupt gar keinen gab oder auch, dass gar nichts gekühlt war. Dass so... Käse und Wurst und alles so einfach ungekühlt da lag. Mhm. Das ist also, finde ich jetzt in so warmen Ländern nicht so prickelnd. Ne? Ja, allgemein ist das ungekühlt. Deshalb ziehe ich mir Camping dann vor. Ja, da bist du auf dich gestellt und kannst machen, was du möchtest und wann du möchtest. Oder ja. Was sagst du? Stimmt. Stimmt. Weiter. Sandstrand oder Kieselstrand? Wer entscheidet sich denn für Kieselstrand? Na, ich kann nicht. Nee, also ich würde mich definitiv auch für Sandstrand entscheiden, weil es einfach natürlich weicher ist, ist ja klar. Kieselstrand? Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie am Kieselstrand gelegen. Ich wüsste gar nicht, wie das ist. Vielleicht ist es ja angenehm. Ist nicht angenehm, ich kenn's. Du kennst Kieselstrand? Mhm. Ja. Also Sandstrand. Ich bin verpimpert, mein Popo muss weich sitzen. Aber
so kannst du dann, wenn du zu Hause bist, jeder Stein erzählen. Ja, super. Da hat noch mehr Hageleinschläge. Das sagst du ja noch mal in Kopfwellen am Arsch, oder? Von der Gieße. Niemals. Nein. Ich kann euch das Video verlinken, wo er zu mir sagt. Ja, lass mich bitte mal rein. Oh, guck mal, der Akku ist gleich leer. Oh ja, mein Gott. Dann mach. Gib Jas. Das schaffen wir aber nicht. So, weiter schreibt die liebe Elke, beobachtet ihr auch gerne Leute am Strand? Absolut, am liebsten vom Café aus. Es gibt doch nichts Schöneres. Das ist doch schöner wie Kino, oder? Na klar. Also ich finde das toll, vor allen Dingen, weil ich selbst auch finde, dass viele echt extrem peinlich im Urlaub sind, vor allen Dingen auch Deutsche. Ne? Ich glaube, da müssen wir das nicht weiter aus. Ja, müssen nicht weiter aus, ja. Ja, also das mache ich sehr, sehr gerne. Ich setze mich auch hier, wenn ich nicht im Urlaub bin, gerne ins Café, wenn man es darf und kann, und beobachte einfach die Passanten, die an uns vorbeilaufen. Das ist so, ich meine, genauso wie wir ja auch beobachtet werden, wenn wir irgendwo vorbeilaufen. Ich kann mir nicht vorstellen. Doch, das macht schon Spaß. Ja. Ja, jetzt ohne, ne? Ja, ohne. Ohne schlechte Gedanken zu haben, definitiv. Wo war euer bisher schönster Urlaub und wo möchtet ihr den nächsten Urlaub verbringen? Also, du zuerst. Ich zuerst? Ja, mein schönster, mein schönster Urlaub war auf Mallorca. Also ich bin ja in meinem Leben leider nicht so viel in den Süden oder irgendwas verreist. Ich war eigentlich immer mehr im deutschsprachigen Raum unterwegs, also Nordsee und Österreich. War ich ganz viel. Die waren ohne Frage auch sehr, sehr schön, die Urlaube. Aber doch das Blaue Meer, ne, das Mittelmeer, das war schon schön. Es hat die Klingel ganz klein. Moment. Das war unser Nachbar, für den wir ein Paket angenommen haben. Ja, der kam so wie ich bin, die Tür auf immer. Der hat mir jetzt angeklingelt. Der hat nicht gefragt, ob ich krank bin. Offensichtlich stand sie mir sich geschrieben. Ja, also wir waren ja gerade dabei. Aber das ist doch klar, oder? Das denn klingelt da, ne? Das ist seit vorgestern liegt das Päckchen hier und ausreichend Leute klingeln da. Na gut, wir waren bei der Frage, unser schönster Urlaub. Meiner war halt in Mallorca, einfach schon wegen dem Mittelmeer, weil das so herrlich blau war und die Gegend einfach schön war. Also ich war jetzt nicht am Ballermann oder irgendwas, das wäre dann für mich kein schöner Urlaub gewesen, sondern wir waren ein bisschen weiter ab von Schuss und hatten uns ein Auto gemietet und sind da schön auf Mallorca rumgecruist und das war richtig, richtig schön. Allerdings leider ohne Uwe. Ne? Damals, da haben wir uns gerade kennengelernt gehabt, aber der Urlaub, der war schon geplant mit einer Freundin. Und wenn du so frisch verliebt bist, das wäre mir natürlich tausendmal lieber gewesen, wenn der Uwe mit dabei gewesen wäre, dann wäre es der Bombenurlaub gewesen, auf jeden Fall. Aber so würde ich jetzt halt Mallorca nennen und ich gucke mir immer wieder die Bilder sehr, sehr gerne an. Das soll aber nicht heißen, dass hier die im deutschsprachigen Raum nicht auch toll waren, die Videos. Die Videos, die Urlaube. Die Videos. Urlaub war nicht, aber die Videos waren gut. Schönster Urlaub. Also bei mir, ich habe keine Videos davon. Aber der Urlaub war schön. Und zwar war ich Jalta auf der Krim. Ja, das kann ich mir sehr schön vorstellen, auf jeden Fall. Ja. Das war mit einer von den schönsten und dann der zweite schönste war Prag. Tschechei. Ob das heute noch so schön ist, was meinst du? Weiß ich nicht. Müsste man direkt umbauen. Müsste wieder mal hin. Weil nämlich die nächste Frage ist ja direkt hier im Anschluss. Und wo möchtet ihr den nächsten Urlaub verbringen? Ne? Ja. Meinst du, da kann man mit Hund hin? Ja. Also für uns steht fest, wir fahren nirgendwo hin, wo wir die Kira nicht mitnehmen können. Und ich möchte, wenn es geht, auch die Kira nicht in irgendwelche anderen Hände geben. Entweder fahren wir zu dritt als Familie. Oder ja nicht. Ne? Und deshalb denke ich, werden die nächsten Urlaube eher halt wieder im deutschsprachigen Raum sein, weil Fliegen werde ich ihr nicht antun. Ich glaube, dass das auch nicht in deinem Sinne ist. Nee. Und deswegen werden die wahrscheinlich eher so Holland, Ostsee, Nordsee, wenn man, ne?
muss man halt gucken, Nordsee ist halt auch ein sehr teures Pflaster geworden. Ja. Aber so halt. Vielleicht auch Hamburg, irgendwo, wo das Meer ist. So was. Das würde das wahrscheinlich werden. Ich weiß Ja. nicht, du bist so ein bisschen verschlossen. In der Tschechei war ich 3 oder 4 Mal, aber immer nur privat. Privatunterkunft. Ach so. Also nie Hotel oder sowas, alles nur Privatunterkunft gewesen. War schön gewesen. Man könnte mir vorstellen, aber wie Aber gesagt. das Schönste war für mich die Alta auf die Krim, Und bei für mich Russen. Mallorca. Das war so schön. Das war das Schönste. Ich bin da zur Nachsaison hingefahren, das war Oktober, November, ne? Und das, also ich hatte da immer noch 30 Grad streckenweise und das Meer war auch noch so schön warm. Also das würde ich jederzeit wieder machen, aber solange ich hier habe, nicht. Ja. War schön. Und wo möchtest du den nächsten verbringen? Wir waren ja da inzwischen schon. Also, ich würde gerne mit dir die Alters Krim zeigen. Ja, aber Das solange Kira da ist, wird das nicht hin, ne? Ach nee, ist ja mit Fliegen. Dann würde ich sagen, Prag. Prag ist auch schön. Kommt man da so hin? Ja, mit dem Zug husch, die Eisenbahn. Gut. Weil Elke schreibt nicht weiter, vorausgesetzt natürlich, dass eure liebe Kira keine Angst hat. Man kann auch mit Auto Sie hinfahren. wird Angst haben, aber egal, was wir machen, Ja. das ist alles, was neu ist, macht ihr einfach Angst. Aber fliegen wird wirklich halt definitiv nicht antun. Nee. Weiter schreibst du so, ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit, bis dann. Ja, das wünschen wir dir auf jeden Fall auch, Elke. Vielen, vielen Dank für deine tollen Fragen wieder. Die haben mir sehr viel Spaß gemacht zu beantworten. Und wir wünschen dir weiterhin einen wunderschönen Urlaub. Erhol dich gut und komm gesund und munter wieder. Nicht wahr? Ja. Nun kommen wir zu unserer letzten Frage und zwar von Tatjana Seel. Liebe Tatjana, du hast uns auch Fragen gestellt und zwar schreibst du, na, ihr drei. Na, du Na, eine. deine. Ich hoffe, euer Tag war bisher angenehm. Hier Ja. ein paar Fragen für euch. Ja, würde ich auch definitiv mit Ja Aber bis jetzt beantworten. War noch, sehr ja. schön. Frage 1. Habt ihr eine unbegründete Abneigung gegen irgendeine Tasse in eurem Schrank? Die Tasse wird nie benutzt, aber auch nie aussortiert. Das ist lustig, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Also eigentlich nicht. Ja, eigentlich nicht. Eine unbegründete, ich hätte eine begründete Antwort. Die zwei Tassen in meinem Schrank, die ich nie benutze und die ich nicht so mag. Aber das ist ja eine begründete Antwort. Eine unbegründete gibt es nicht. Also all die, die ich nicht mochte, die gibt es auch nicht bei mir im Nee, Schrank. die war nicht mochten, die sind schon längst weg. Da haben wir Ja. gesagt, so jetzt ist Schluss, die können wir nicht mehr sehen. Und alle anderen, die sind immer in Bewegung, ne? Bis auf diese beiden. Das ist, Bis auf meine 2 Tassen. wobei du die ja benutzt, aber ich Ja, ich nicht. benutze die. Also irgendwie sind schon alle in Benutzung bei Ja. uns. Auch wenn Gäste da sind, dann sind die ja rucki-zucki 5, 6 Tassen weg. Also ich habe jetzt auch nicht 20 Tassen im Schrank, oder? Ich sollte die mal nachzählen, keine Ahnung, wie Oh viele ja, Tassen Tassen da haben wir ganz schön. waren. Nee, habe ich leider keine Abneigung gegen meine Tassen und schon gar nicht eine unbegründete. Uwe hat so zwei Tassen, ja, aus unserer Vorzeit Ja. sozusagen, eben aus der Krim und Tschechei oder irgendwann wurden Nee, die aber her, Scheiße sind aus der die alle wieder. Tschechei. Ja, und die sehen halt, ja, sehr altbacken aus. Ich sag's mal so. Das halt, das, was meine Oma halt im Schrank hatte. Das ist überhaupt nicht böse gemeint, du brauchst ja nicht komisch gucken. Es ist halt keine moderne Tasse und Nee. ich mag die halt nicht so. So, aber trotzdem sind sie in Benutzung und Uwe benutzt sie. Er mag die ja auch, ist ja auch in Ja, Ordnung. mag die auch. Ja, so, also wie gesagt, unbegründet haben wir gar keine Tassen und bei mir sind es zwei, aber begründet. Haben wir mal gut drüber gesprochen. Ja, endlich haben wir mal darüber geredet. So, Schatz, wenn ihr euch piercen lassen müsstet, wo würde das Piercing hinkommen? Oder wo würde der Piercing hinkommen? Wo würdest du dich piercen lassen, wenn du müsstest? Zu Not in Ohrläppchen. Ja, Loch ist Loch, ne? Ja. Die Piercing, im Prinzip sind ja Ohrlöcher auch Piercings, ja. Ja. Das stimmt. Ohrläppchen. Also, ich habe mich ja schon hier in mein Nasenloch, mein Nasenpiercing,
Aber wenn ich jetzt tatsächlich noch eins machen müsste. Auf der anderen Seite. Nee. Würde wahrscheinlich ein Zungenpiercing machen oder so. Also ich finde ja nach wie vor, nach so vielen. Mit der Glocke. An der Zunge. Ja. Oh mein Gott. Gott sei Dank sind die Gedanken frei. Ne? So, auf jeden Fall fand ich schon immer, und ich finde es auch heute noch nach so vielen Jahren, Bauchnabelpiercings total schön. Aber wenn du so eine Wampe hast, natürlich nicht, ne? Hätte ich jetzt einen flachen Bauch, wäre es wahrscheinlich ein Bauchnabelpiercing. Ja. So würde ich mich halt für ein Zungenpiercing entscheiden. Ja. Das ist ja versteckt. Das ist versteckt, genau. Bauch. Ach so. Ja, aber dann zeichnet sich ja das Piercing ab. Wie komisch sieht denn das aus? Na. Nein. Ja, also bei mir wäre es Zunge und bei dir wäre es Ohrläppchen, ja? Ja. Oder irgendwann irgendeine andere Stelle im Ohr? Nein, Ohrläppchen. Okay, damit haben wir die Frage auch mal geklärt. Oh, jetzt kommt eine gute Frage von der lieben Tatjana. Und zwar lieber eine Glatze oder ein Leben lang pinke Haare? Ich versuche mal gerade Uwe mit pinken Haaren vorzustellen. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich würde mich für die Glatze entscheiden. Man könnte mir ja dann meine Platte anmalen, wie ich möchte. Obwohl ich schon Haare eigentlich sehr wichtig finde. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Leben lang nur noch pinke Haare. Passt doch ja nicht mehr zu der Garderobe. Das würde mich irgendwann nerven, ne? Glatze natürlich auch. Nee, alles was er hatte war Glatze. Glatze natürlich. Die Dame mit der fleischfarbenen Badekappe bitte einmal aus Wasser. Und dann kommt der Zungenpiercing. Oh mein Gott. Dann bin ich ja froh, dass ich nur die Zunge und nicht noch zwei andere Stellen mir ausgesucht habe. Ich kann mich ja schon wieder wegschmeißen. Oh Gott, die Gedanken. Ja, weiß ich, also ganz ehrlich, ne? Die Frage ist gemein. Ich möchte weder eine Glatze noch möchte ich pinke Haare haben. Also ich würde meine Glatze vorziehen. Ich glaube auch, dass ich mir dann eine Glatze vorziehe, ja. Sind halt nur Haare, ne? Aber die Farbe ewig pink, würde. Nee. Ja, gut, aber das ist natürlich nur. Ja, keine Ahnung. Vielleicht wird man doch ein Leben lang pink. Also für eine Frau finde ich, wahrscheinlich auch für Männer, ja, wir wollen das ja nicht schmälern. Es sind Haare wichtig eigentlich, ne? Ja, aber keine pink. Aber ich würde keine pinken wollen, ja. Aber eine Glatze will ich auch nicht. Schreibt es doch mal in die Kommentare, für was würdet ihr euch entscheiden? Videofrage. Ne? Glatze oder pinke Haare? Da bin ich mal gespannt, was ihr sagt. Ich sag jetzt Glatze, wie Uwe auch Glatze sagt. So. Mütze, Glatze. Glatze. Was ist eurer Meinung nach die grausamste Art zu sterben? Boah. Ja, dann. Also über. Zeig lieber nicht. Nee, auch nicht. Die Frage beantworten wir nicht. Ich will ja nicht über das Sterben reden. Ich bin ja froh, dass ich lebe, ja. Nee, da gibt es keine Antwort. Weiter lieber keine Augenbrauen oder keine Fingernägel. Tatjana, muss ich mir Sorgen machen? Ja, für den. Keine Augenbrauen. Sieht zwar kacke aus, aber ich habe ja so auch keine richtigen. Das ist ja. Ich entscheide mich für keine Augenbrauen. Und du, Schatz? Fingernägel natürlich nicht. Augenbrauen. Keine Augenbrauen. Fingernägel braucht zum Popeln. Naja, oder zum Kratzen. Oder? Na, ja. Das hat jeder ja nicht nur mit Fleisch. Und außerdem sieht es auch kacke aus, wenn du Fingernägel hast. Das ist ja. Nee, ich kann mir nicht vorstellen. Dann lieber keine Augenbrauen. Das ist genauso wie keine Nase im Gesicht zu haben. Das sieht echt komisch aus. Das würde aber gut zusammenpassen. Glatze, keine Augenbrauen, Nase noch. Nur blank, ja. Ist die Sache. Ja. Und dann aber Vollbart.
Ja, wisst ihr, und das ist so schlimm, wir lachen hier und das gibt ja so eine Krankheit, Ja, wo klar. die Leute die kompletten Haare verlieren. Also Horror ist das, ne? Das ist absoluter Horror. Also bitte nicht zu ernst nehmen, wenn man jetzt auch noch darüber so lacht. Wir lachen nicht über irgendwelche Krankheiten, ne? Sondern das ist ja hier Fantasie in den Fragen. Ne? Einfach nur mal Ja, vornherein weil so ähnlich, klarstellen. ja. Ne? Ja, also ich entscheide mich auch für keine Augenbrauen. Dann Ich geht's auch. weiter, Uwe. Biochemie oder Physik? Welches Fach hasst ihr am wenigsten von den dreien? Also, was magst du am liebsten? Bio, Chemie oder Physik? Ja, ich auch Bio. Also Physik gar nicht, ne? Überhaupt nicht. Chemie fand ich dann auch noch ganz interessant, aber am besten fand ich tatsächlich Bio. Bio. Da ihr habt Sexualkundeunterricht. Das Auch alles war interessanteres Thema. Anatomie vom Interessanter, Menschen und ja. von der Natur und so, doch Biologie habe ich immer gerne gemacht, da habe ich auch immer aufgepasst. Fand ich gut. Also Biologie, definitiv. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Viele liebe Grüße. Hashtag Mamo, Hashtag Hummelgang. Tatjana, ganz, ganz lieben Dank für deine Fragen, Sehr nette die schon Fragen auch, die waren richtig gut, ne? gewesen. Und ein bisschen schräg, also so was gefällt mir ja immer gut. Ja, und sei nicht sauer, dass wir diese eine Frage nicht beantwortet haben, aber das ist so, ich bin ja froh, dass man lebt. Da will ich ja über den Tod ja nicht nachdenken. Ja, hat noch mehr Gründe. Ja, auf jeden Fall war es mir wieder eine Freude, eure Fragen zu beantworten. Wir haben jetzt wieder keine Fragen mehr. Ich hätte das mal am Anfang des Videos sagen sollen. Schreibt uns gerne eure Fragen. So eine coolen auf jeden Fall auch noch. Das wäre ja richtig, richtig toll. In den Community-Tab. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwo, während ich Kommentare gelesen habe, auch irgendeine Frage hatte, die ich aber hier jetzt so nicht mehr wiedergefunden habe. Also ich habe wirklich alle die gegeben und überall geguckt, aber ich habe diese Frage einfach nicht mehr wiedergefunden. Leute, stellt sie bitte, bitte, bitte in den Community-Tab. Der Link ist ja da. Ihr braucht da nur auf den Link klicken oder geht direkt auf meine Seite. Da sucht ihr den Reiter Community und da ist dann meistens der erste Beitrag gleich, wo ihr eure Fragen stellen könnt. Ja, aber wenn das irgendwo anders landet, dann tut mir leid, ich finde die Fragen nicht mehr wieder. Ne? Das ist das große Problem. Also da wäre eine Frage gewesen, die ich aber leider nicht mehr wiedergefunden habe. Ja, was soll's. Bitte, bitte nochmal Appell, einfach im Community-Tab, da ist alles gebündelt und da finde ich alles wieder und dann kommen auch eure Fragen gerade. So, wir müssen jetzt aber die Maske abtragen. Ja. Es fühlt sich schon langsam, dass es ab muss, ne? Also ich habe auch hier kaum noch was drauf, also nur da, wo ich besonders dick Ja, du aufgepasst hast sehr dünn eingeschmiert. habe. Ich hatte genauso viel wie du. Ja, warum habe ich jetzt mehr? Weil ich dicker aufgetragen Nee, habe. weil die Stirn vielleicht nicht so viel Feuchtigkeit brauchen wie die Stirn zum Beispiel. Brauchen alle Feuchtigkeit. So, wir machen einen kurzen Cut, wir holen uns die Maske runter und sehen uns gleich wieder. Da sind Da wir sind wir wieder. wieder. Ja, was kannst du sagen zu der Maske? Also ich bin mit der Maske Bist du zufrieden, zufrieden, ja. ja? Sehr zufrieden. Also für mich als trockenes Häutchen ist es bei mir eher so. Zumindest merke ich ein bisschen hier an der Rosazea was, auf jeden Fall, dass es da irgendwie ein bisschen spannt und trocken ist. Also vielleicht ist das für eine trockene Haut nicht ganz so geeignet. Stand ja auch drauf für eine normale Haut und für eine Mischhaut. Normalerweise tut mir das eigentlich nichts, wenn das da drauf steht und ich mir die trotzdem raufbolle. Aber hier merke ich tatsächlich so ein bisschen Spannen. Also wer auch Rosazea hat, mit Vorsicht bitte rangehen, ja. Ansonsten fand ich die auch sehr gut. Also die Haut fühlt sich an den Stellen, wo mir das jetzt nicht spannt, extrem durchfeuchtet an. Also ja, ist ja ganz gut, aber aufgrund dessen, dass das jetzt halt hier ein bisschen spannt, wo die geröteten Stellen sind, würde ich es mir nicht mehr kaufen. So, das wäre jetzt für mich das Ausschlusskriterium. Und du bist Ich bin zufrieden mit weil der. du hast ja auch trockene Haut eigentlich, ja, Ja, spannt aber gar jetzt, nichts. nee, spannt nicht. Na, das war super. Die Fallen sind da durchgegangen. Ja, also Feuchtigkeit polstert tatsächlich ja ein bisschen auf, ne? Ja. Aber so tiefe Furchen, mein Schatz,
stehen bleiben. Dann musst du durch den Windkanal gehen. Ja. Ja, also zwei verschiedene Meinungen. Also mein Fazit ist halt, ich kaufe sie nicht mehr. Du würdest sie kaufen wieder? Ja. Ja, so unterschiedlich ist es. Ne? Was bei dem einen funktioniert, muss jetzt nicht zwangsläufig bei dem anderen funktionieren. Ja, ich aber, mir die nochmal. Aber sieht mir sonst jetzt nicht, ne, dass ich irgendwelche Hautreaktionen oder irgendwas gehabt hätte. Ist jetzt halt nicht, genau. Ja, also der Duft war auch toll, hat mir auch sehr gut gefallen. Die Farbe war spitze, obwohl auf die Farbe kommt es ja nicht an, aber das war schön, doch, sah toll ich aus. Ich habe mir schon wegen der Farbe. Das sah toll aus. Ja, also im Großen und Ganzen sind wir zufrieden mit der Maske, aber ich habe ein Aber, genau. Ja, dann soll es das jetzt bis hierhin gewesen sein. Dann sagen wir das, was wir euch immer sagen, meine Liebeleins. Seid frech, wild und wunderbar. Bis dann, Mann. Tschüssi. Ciao. Habt einen schönen Tag, eine schöne Woche. Wann immer ihr das Video seht. Ja. Tschüss. Viel Spaß dabei. Ja, tschüss.